Leute, ich hätte nicht gedacht, dass es noch wärmer werden kann, aber es ist noch wärmer. Also heute waren 37 Grad, als ich ins Auto eingestiegen bin nach der Arbeit. 30 Grad hat sich gehalten, das letzte Mal ist noch auf unter 30 auf jeden Fall gefallen. Das heißt, es ist mega warm, aber ich werde heute draußen trainieren. Ich habe da auch schon das erste hingelegt. Das heißt, mit Kreuzheben geht's los, nachher auch noch Locklift und so weiter. Und hier ist der Plan, das ist heute dran, Kreuzheben mit 192,5. Steifbeiniges Kreuzheben mit 135, weites Bankdrücken mit 150 und Locklift mit 105 Kilo. Das wird ein Spaß, also dran geblieben. Einen wunderschönen guten Tag von des Eisensports, sei es wieder der starkhalte Mann aus dem Internet. Und ihr habt es bestimmt mitbekommen, ich habe es im Community-Tab besser gesagt, angekündigt. Es gibt heute auch noch ein kleines Unboxing wegen des Trainings. Ich habe nämlich zwei kleine Pakete vom Strength Shop bekommen. Schon mal vielen, vielen Dank für die super schnelle Lieferung. Dienstags bestellt, mittwochs geliefert. Also schneidet euch alle meine Scheibe davon ab von so einem Service. Und wenn ich das unboxe, dann sage ich noch was dazu. Auf jeden Fall sind ein paar lustige, interessante Sachen dabei. Und das eine oder andere wird euch vielleicht auch interessieren. Gerade für die Leute, die ein kleines Homegym haben, nicht viel Platz. Da ist auf jeden Fall was dabei. Also, ihr dürft gespannt sein. Jetzt heißt es aber erstmal Kreuzheben. You're different and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Freunde, das Unboxing, es wartet auf uns für mich. Aber vorher habe ich noch eine kleine Ankündigung. Ihr wisst ja, die Brocken Challenge wird ja gerade veranstaltet. Zum einen, ich habe eine Facebook-Gruppe für die Brocken Challenge erstellt. Den Link poste ich hier unten rein. Das heißt, ihr könnt da gerne eure Mitgliedsantrag hinschicken. Das ist eine private Gruppe. Und dann werdet ihr gerne aufgenommen. Weil ich habe vor, sowas regelmäßig zu veranstalten, nicht nur fürs Kreuzheben, sondern es gibt auch noch ein paar andere wunderschöne Übungen, die jeder von uns zu Hause machen kann, der eine Langhantel hat. Und von daher wollte ich sowas regelmäßig machen. Und deswegen wird es auch sowas geben. Ich werde euch die zwar nicht ausgedruckt zuschicken, aber ich werde euch eine Urkunde dann im PDF-Format oder zukommen lassen. Als Bild, PDF irgendwie so, per E-Mail. Das könnt ihr euch dann selber ausdrucken, wenn ihr das wollt. Und könnt euch die an die Wand hängen. Ansonsten habt ihr auch so auf dem Rechner eine schöne Erinnerung daran, dass ihr teilgenommen habt. Ich finde, das ist, glaube ich, ganz schön. So hat jeder noch so eine Kleinigkeit, sich daran zu erinnern. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, ne, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und zum Thema Facebook-Gruppe dürft ihr natürlich auch eure Kommentare ablassen. Ich meine, wir sind alle in dem Alter, wir nutzen Facebook noch. gut, also auch bei der Brocken-Challenge ruhig mitmachen. Ne? Es sind schon ein paar Teilnehmer, es wird auf jeden Fall lustig. Aber es könnten ruhig noch mehr sein. Vor allen Dingen mehr Frauen. Ich glaube, da ist bis jetzt erst eine. Also gebt Gas, Mädels. So, jetzt zum Thema Unboxing. Ich habe einen Strength Shop bestellt. Ich habe es euch angekündigt. Und zum einen habe ich das ja auch vor kurzem erst beworben. Das neue Singlet Unisex. In meiner unglaublichen Enthusiasmus habe ich das in Größe S bestellt, weil ich ja gerade Diät mache. Und denke, ich werde da bald reinpassen. Nein, das war ein Scherz. Ich habe aus Versehen S bestellt. Ich habe einen 5XL bestellt. Ja, das sitzt wahrscheinlich dann ein bisschen locker, aber ich habe einen sehr langen Oberkörper und da steht Oberkörperlänge 100 cm. Das müsste bei mir ganz gut hinkommen. Deswegen werde ich dies jetzt noch nicht auspacken, weil das schicke ich zurück. Das andere kommt morgen und werde ich euch dann nächste Woche präsentieren. Ich werde da drin dann Kniebeugen machen. Ne? Passend zu den wunderschönen schwarzen Sleeves. Das ist dann so ein richtig schönes All-Black-Outfit. So, das lege ich erstmal zur Seite. Was habe ich noch bestellt? Das hier, ein kleines Säckli. Muss ich erstmal auspacken. Ich hoffe, das knistert jetzt nicht zu laut. Und zwar ist da drin, ich glaube, das sollten die Wraps sein, die Handgelenksbandagen, wenn ich jetzt nicht komplett schief liege. Was ich natürlich geil finde, ist dieser kleine Sack. Das ist cool. Ja, das sind die Zughilfen. Ha, die werden wir gleich benutzen. Wunderbar. Auch All Black. Ne? Ihr seht das ja hier. Ja, ich pack die mal aus. Und ja, Länge ist auch okay. Relativ festes Material. Mal gucken. Wie die Haltbarkeit dann ist, das müsste ich dann erst im Laufe des Trainings zeigen. So an sich machen sie erstmal einen sehr geilen Eindruck. Optisch sehen natürlich richtig nice aus. Und ich, wie gesagt, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, dass so eine kleine Tasche dabei ist. Gerade wenn man so zu Wettkämpfen fährt und so weiter, dann kann man sich das immer gut verstauen und hat nicht alles einzeln rumfliegen in der Tasche. Also eine sehr, sehr schöne Sache. Und ansonsten kann man die Sack bestimmt auch für was anderes benutzen. Gut, dementsprechend sollten das hier dann wohl die Handgelenksbandagen sein.
ebenfalls mit einem kleinen Sack. Und oh, das ist alles so mal extra eingepackt. Das ist echt qualitativ echt sehr, sehr cool gemacht. Ja, die sehen auch richtig gut aus. Ah, dieses Blackline-Kram. Also Stank Shop hat es verstanden, muss ich sagen. So, auch mal hier rausholen. So, oh, schöner breiter Klett. Macht einen sehr guten Eindruck. Schön vernäht hier überall. Also nicht einfach nur so ein Klettstreifen, nein, ist richtig vernäht mit einem dicken Logo drauf. Hier auch nochmal ein dickes Logo, schön vernäht, schön dick. Schöner Zug. Erinnert mich ein bisschen an die SPD-Bandagen. Mal gucken, ob der Daumen gegenläufig ist, die Daumenschlaufe. Ja, hier rechts, links. Also sehr nah an SPD dran. Nur günstiger. Und IPF-approved. Ich glaube, die ganzen Snackshow-Sachen sind ja IPF-approved. Das ist also auch ganz wichtig für euch BVDK-Athleten. Wenn ihr günstiges Equipment wollt, schlagt dazu. Besser geht es nicht. Code Brocken 5. Ihr wisst Bescheid. 5% sparen. Oh, hier kommt was für alle Strongman. Oder die, die es werden wollen oder gerne Dinge durch die Gegend werfen. Denn auch im Strength Shop gibt es jetzt Throwbacks. Bis 32 Kilo befüllbar. Das heißt, ich werde dann auch bald Sackwerfen richtig trainieren können. Das ist sehr nice. Oh, das ist ein richtig stabiler Griff. Alter Schwede, ist der fest. Ein schönes Hartgummi. Ja, hier auch schön festes Nylon, so ein bisschen wie ein Autogurt. Hier unten auch nochmal ein Gurt dran. Ja. Ja, der wird irgendwann in den nächsten Wochen getestet, auf jeden Fall. Den muss ich erst befüllen. Ein bisschen Sand habe ich noch da. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Kilo ich da zusammenkriege. Aber so, ich hoffe mal so um die 20. Wären es dann schon mal so 15 bis 20, dann kann man das richtig trainieren. Jetzt kommen wir, last but not least, das ist extra verpackt. Wer ein bisschen geschmult hat, konnte ja schon lesen, es ist ein Pulley System Bracket. Aber was ist das? Ja, das ist eine gute Frage. So, da haben wir nämlich zum einen diesen wunderschönen Hantelaufnahme-Pin, Dorn oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, muss ich das kurz? Ja, Vorbereitung ist alles. Man hätte es auch vorher auspacken können. Nein, das muss nicht sein. Dann haben wir zum einen das hier für Hantelscheiben, 50 mm. Dann haben wir hier, ich packe das jetzt nicht alles aus, ich werde das vielleicht nachher noch dran machen, weil auf jeden Fall die nächste Woche. Umlenkrollen mit Karabinerhaken. Und ein Seil mit einem dicken Klett und so weiter. Der Trick ist, man macht das da oben dran fest, hat dann eine Umlenkrolle und hat dann einen Latzug, einen Trizepsturm und so weiter. Mit sehr, sehr wenig Platz, geht in jedes Reck zu montieren. Klar, das Gewicht schwingt frei, aber das sollte jetzt nicht das Riesenproblem sein. Das heißt, ihr könnt das mit euren normalen Hantelscheiben beladen und ist bis 120 Kilo belastbar, was für die meisten von uns vollkommen ausreichend ist. Und dadurch habt ihr dann Latzug, Trizepsturm oder Rudern und was ihr nicht alles wollt, mit sau wenig Platz und das passt in jedes Gym. Und ich glaube, das hat jetzt 100 € gekostet. Der Sack hat auch 100 € gekostet. Ja, und ja, die Dingens hier, ich blende die Preise nochmal dazu ein. Das wäre, glaube ich, am einfachsten, was die Sachen kosten. Ja, das habe ich mir jetzt so bestellt. Sonst wird jetzt die nächsten Tage alles getestet. Die Handgelenksbandagen und die Zughilfen auf jeden Fall heute noch. Und der Rest die nächsten Tage. Also ihr dürft gespannt sein. Es gibt dann immer mal wieder ein bisschen extra Content. Und jetzt heißt es erstmal weiter kreuzheben. Eine Nachricht vom Zukunftsbrocken, denn der Vergangenheitsbrocken hat es wieder mal geschafft zu vergessen, um ein Like zu betteln. Deswegen mache ich das jetzt. Wenn euch das Video bis hier gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr es bisher noch nicht getan habt, auch ein Abo, das wäre mega nice. Und ein Kommentar zum Beispiel zu den Produkten, die ich euch gezeigt habe, wäre auch mega gut. Oder zum Beispiel, was ihr euch als nächstes anschaffen wollt. Schreibt es unten rein. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dahin. I don't give a fuck if you got a
gotta call us a queen. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Some loans worth more than what we're earning. Best lesson I've learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. So you better raise up a stack. And tell the world that you suck on that. Don't come back, back your ass. Let's go. I'm unstoppable. Do the impossible. I'm irresponsible. Yeah, I'm phenomenal. I got an arsenal. I'm dropping bombs, you know. I don't want to stop it, no. Let's go. Freunde, das Kreuzheben ist durch. Wie ihr bestimmt bemerkt habt, habe ich die erste Rap im Hookgrip gemacht und die restlichen sieben dann im normalen Griff mit Zughilfen. Ich kann jetzt auch so das erste Fazit zu den Zughilfen sagen und vergleiche die mal mit meinen eigentlichen Lieblingszughilfen. Das sind die alten von God's Rage, die gibt es nicht mehr. Die German Gandur, Gandir, wie sie hießen. Sehr dick, fest, von der Machart ähnlich wie die. Die sind nur ein bisschen weicheres Material als die. Aber der größte Unterschied ist die Länge. Die hier sind deutlich kürzer. Was jetzt aber auch nicht unbedingt schlimm ist. Ich sag mal so, für eine Achse ist natürlich, wenn es ein bisschen länger ist, besser. Bei anderen Sachen ist es halt gerade so, wenn man einer entwickelt, dass sich unbedingt von Vorteil, wenn man zu viel Material hat zum Drumwickeln, da ist kürzer manchmal doch besser. Also ich sag mal so, die sind sehr gut. Aber halt, es gab mal bessere. Leider gibt es die ja nicht mehr. Aber für jeden, der günstige Zughilfen sucht, die auf jeden Fall doch stylisch aussehen, kann ich sagen, nehmt die. Ansonsten ist das jetzt ehrlich gesagt kein großer Unterschied zu den anderen. Das ist halt wirklich eine Designfrage. Ne? Und mir gefallen sie vom Design einfach verdammt gut, weil gerade jetzt dieses All Black gefällt mir richtig geil. Passt zu den Handgelenksbandagen, zu den Sleeves, zum Singlet. Ne? Ist schon geil. Dann noch ein schwarzer Gürtel dazu. Kannst du ein schöneres geben? Also, ja. Sind gut, kann man kaufen auf jeden Fall. Ne, wenn ihr günstige Zughilfen braucht, schlagt zu. Wie gesagt, sind halt nicht die längsten. Und ja, was die Haltbarkeit angeht, das wird sich die nächsten Wochen zeigen, wenn man so häufig benutzt. Ne, aber da haben wir selbst die von God's Rage, die richtig gut und die ganz dünn, bei mir Schwächen gezeigt und sind ganz leicht eingerissen an der Kante. Und das sind Zughilfen, die bis zu 700 Kilo halten. Also von daher, selbst bei denen war man davon nicht gefeit. Also ich glaube, das wird einfach bei jeder Zughilfe irgendwann passieren, dass die Punkte, wo hier eine starke Reibung und Zug drauf ist, in dem Schlaufenbereich, dass da das Material irgendwann nachgibt. Sind wir ehrlich. Deswegen, wenn ihr günstiger haben wollt, kauft ihr ruhig. Wie gesagt, mit dem Cobra 5 gibt es nochmal ein paar Prozent extra. So, und ich mache jetzt ein bisschen steifbeiniges Kreuzheben. Ich versuche das alles im Obergriff zu machen. Das sind 135 Kilo heute. Das ist dann gleich nochmal additiv ein bisschen Griffkrafttraining. Ja. Auf jeden Fall, das ist schon gut für Schwitzen gesucht, wie ihr es wieder seht. Glänzt sich wie ein Spanferkel. Nice. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich gerade so in Wolle hier sitze. Aber ich genieße das auch gerade mit freiem Oberkörper zu trainieren. Kriege ich auch gleich mal ein bisschen Farbe. Ein bisschen Vorbräunen fürs Schwimmbad. Puh, so. Danach, ich werde mich jetzt auch nebenbei schon mal fürs Bankdrücken aufhören. Deswegen das Warm-up vom Bankdrücken werdet ihr heute nicht sehen wahrscheinlich. Ist aber nicht schlimm. Ist das gleiche wie vor 3 Tagen, nur im breiten Griff. Deswegen wird es jetzt keine große Überraschung geben. Aber das spart mir wieder ein bisschen Zeit. Oh Mann! Also das alles im Obergriff zu heben, war beim Steifbeinen jetzt echt eigentlich eine gute Entscheidung. Also was heißt eigentlich, es war eine gute Entscheidung, weil die Unterarme sind jetzt richtig aufgepumpt. Aber es war halt jetzt wirklich im letzten Satz jetzt auch knapp. Also ich habe ja gesehen, ich musste einmal nochmal nachgreifen. Also da waren die Unterarme jetzt schön voll gepumpt. Also ich werde das versuchen, noch so lange wie möglich beizubehalten. Dann lieber halt mit kurz absetzen, neu anfassen und weiterziehen. Mal gucken, wie weit ich das treiben kann. Weil die Griffkraft muss ja auch wachsen. Das kann ich dann gleich kombinieren. Das ist schön. Naja, auf jeden Fall bin ich ganz zufrieden mit... Oh, Fliegeviecher, hau ab. Hör auf, mich zu beißen. Auf jeden Fall war das ziemlich gut. 135 ist jetzt nicht so schwer an sich, aber alles im Obergriff. Und nachdem ich schon 3x8 und 192,5 gemacht habe, bin ich da sehr zufrieden mit. Bankdrücken habe ich jetzt auch schon aufgewärmt. Das heißt, hier liegen jetzt schon 150 drauf. Da gibt es jetzt 3x8 im Breitengriff. Ne, das Aufwärmen muss ich euch auch nicht jedes Mal zeigen. Ist ja auch Quatsch. Da werde ich jetzt aber auch gleich die neuen Handgelenksbandagen mal austesten. Mal schauen. Oder vielleicht auch erstmal einen Locklift. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt gerade Bock habe. Und... als wenn es mal auf den Bock ankommen würde. Bin aber auch ziemlich gut dabei. Ist jetzt ja so eine gute Stunde,
Trainingszeit und fast 3 Übungen fertig, ist vollkommen okay. 750 Kalorien sind auch schon weg. Das T-Shirt ist nass. Läuft. Im wahrsten Sinne. Mir nehme ich klitschnass überall runter. Aber bei den Temperaturen, ich glaube hier, obwohl es heute jetzt ein bisschen schattiger ist, jetzt Nachmittag, ist es trotzdem weit über 30 Grad in der Garage und draußen auch, es ist schwül, es drückt. Ist echt nicht gut. Ah, und ich habe auch die letzten Nächte, war Schlafen echt schwierig. Jetzt letzte Nacht, auf heute war gut, da habe ich knapp 7 Stunden geschlafen. Davor die beiden Nächte irgendwas um die 4, 4,5. Das hat sich auf jeden Fall sehr deutlich bemerkbar gemacht. Ich war so fertig gestern. Also ich bin froh, dass ich erst heute Sport mache. Alter Schwede. Aber so ist das halt manchmal. Ja, das ist so warm, die Kleine kann nicht richtig schlafen. Das heißt, meine Frau und ich müssen irgendwie schauen, dass wir das über die Bühne kriegen. Jetzt gestern Nacht hat es ziemlich gut geklappt. Aber ja, man beißt sich so durch. Aber selber macht die Hitze ja auch zu schaffen. Ich meine, was sollen dann die Kinder sagen? Die können ja sicher nicht mal irgendwie was machen. Die wissen nicht, was sie tun sollen mit 9 Monaten. Die liegen einfach da und leiden runter und machen halt das, was sie können. Quaken und schreien. Und wir müssen dann ausknobeln, was gemeint ist. Aber ich glaube, es funktioniert ganz gut. Hard work at the crack of dawn. This life ain't for the weak ones. No, this life pure only for the strong. Feeling slow, shake it off. Don't got time for negative thoughts. Red sight, got the dot. Shoot my shot, I want the top. Never lost, got my plot. Know my story, I know my thoughts. I will fight against the clock. Time's a penalty, get some luck. Freunde, das Bankdrücken lief super. Der erste Satz war noch so ein bisschen zäh. An sich sonst aber echt super durchgedrückt. Habe immer versucht, eine kurze Pause zu machen. Nicht zu tief einsinken zu lassen. Also die Intensität von der Seite ein bisschen zu steigern, hat sehr gut funktioniert. Die Handgelenksbänder vom Strength Shop sind super, das sind 60 cm. Und die lassen sich gut ziehen, gut wickeln, aber sie werden richtig fest, ne, wenn man das möchte, wenn man sie richtig straff zieht. Mega gut. Ich finde sie auch ein bisschen schöner als die Instagripper, weil, gut, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie ausgelutscht sind, aber die lassen sich echt gut wickeln. Also ich bin davon begeistert. Wie gesagt, sind ähnlich wie die SPD von der Machart, ne, auch hier mit gegenläufigen Schlaufen und so weiter. Für wen das wichtig ist, auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich bin sehr happy damit. Wie gesagt, auch da muss ich wegen der Haltbarkeit gucken, nur wie lange der Zug gehalten bleibt. Das wird sich die nächsten Wochen zeigen. Aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall ein Brocken Daumen nach oben, noch ein zweiter dazu und den dritten zeige ich lieber nicht. Dann wird es nicht mehr jugendfrei. Ah, so, jetzt werde ich noch ein bisschen Locklift machen und mich mit über 1000 Kalorien ins Abenteuer stürzen. Ich hoffe, die Kamera war mit. Die hat jetzt gerade schon einmal aufgegeben, wahrscheinlich, weil sie auch zu warm wird. Krass. Also wenn die Technik schon streikt, der dicke Mann zieht durch. So, und bevor wir jetzt noch weiter rumsammeln, 105 Kilo Locklift. Ah, bevor ich es vergesse, da oben ist jetzt schon mal die Umlenkrolle für den Lattpulli. Ne, da kommt dann dieses Seil durch und da ist dann auch schon so ein Griff dabei, so aus Bändern. Also ihr könnt Facepulls machen, ihr könnt quasi Trizeps am Seil machen. Solche Sachen gehen alle schon. Ist also ein schönes Starterpaket. Oh, Glöckchen. Freunde, ich habe fertig. Ich habe jetzt noch einen Satz Locklift gemacht mit 8x105. Immer zwei quasi in einmal umsetzen. Also einmal umsetzen, zweimal ausdrücken. Habe aber gemerkt, es ist zu schwer geplant für die erste Woche. Weil wenn ich das jetzt noch 4 Wochen so machen würde, dann wäre ich irgendwo bei wahrscheinlich 120 in dem Dreh. 115, 120 in der letzten Woche, in der vierten. Es ist zu schwer. Deswegen plane ich ein bisschen runter und mache 6 statt 8. Ich habe jetzt auf 97,5 die erste Woche umgeplant.
Weil das Gesamtvolumen wird sonst zu heftig in einer Einheit. Da muss man halt ein bisschen sinniger planen. Ja, deswegen teste ich das ja jetzt vor dem Urlaub aus, damit ich dann nach dem Urlaub vernünftig geplant starten kann. Ja, weil ich muss einfach gucken, ich habe ewig keine Achter gemacht, wie ich da stehe und wie dieses Gesamtkonzept gerade für mich funktioniert. Da muss ich gerade mal ein bisschen antesten. So, an sich bin ich sonst aber ziemlich zufrieden. Es war nur das Bankdrücken und den Locklift, den ich ein bisschen anpassen musste. Der Rest war vollkommen in Ordnung geplant. Da kann man so weitermachen. Oh, so, ich bin auf jeden Fall sehr happy mit den Strength Shop Sachen, die ich mir bestellt habe. Nächste Woche testen wir den Latt-Pulli und irgendwann in nächster Zeit den Sack. Sobald ich den befüllt habe, werde ich den Sand rein wiegen, wie schwer er dann ist. Und dann machen wir mal ein paar Würfe. Schauen wir mal, wie das dann alles wird. Aber ich bin auf jeden Fall sehr begeistert. Sleeves gut, Wraps gut, die Zughilfen sind gut. Der Einteiler weiß ich auch. Nächste Woche, den zeige ich euch dann, wenn ich das nächste Mal Kniebeugen mache. Da werde ich den beim Kniebeugen anziehen. Ja, also, ich kann es halt immer nur wieder sagen, Strength Shop, ne, schnell, guter Service, gute Produkte, faire Preise. Ich meine, was soll ich euch sonst noch dazu sagen? Ja, wer da nicht kauft oder zuschlägt, ne, ist halt selber schuld. Vor allem gibt es so schöne Lösungen wie den Händel hier fürs Autokreuz heben und Schulter drücken, den Latt-Pulli für kleine Gyms, das Yo kann man als Rack benutzen. Es so viele Sachen, die man so multifunktional einsetzen kann. Es ist mega, ne? Und diese anderen kleinen Gadgets, die es so gibt. So, aber jetzt genug geschwärmt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst noch einen Daumen, ein Abo da. Schaut euch das Video an und den Podcast hört rein. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Video, wenn ich anderen Sachen testen kann. Also bis dahin, bleibt mir gesund, viel Spaß beim Sport. Rock'n'Roll.